Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, heute wieder ein neues in der Runde, das leider gleich mit Doodle-Musik begrüßt. Also Click on Harvest, Title to Start Harvest, Buy Upgrades und Fulfill Request for City Hall und Keep an Eye on for Monsters. Gut, we can replenish anything thanks to magic. Game made with Studio 2 Aspect Love. Okay. Gut, also wie gesagt, es ist ein neues Clicker Idle Incremental Game, wie auch immer. Was genau sein wird, weiß ich noch nicht. Also ein neues. So, kann ich hier irgendwie einen Vollbildmodus aktivieren? Das sieht im Moment nicht so aus. Ah ja, doch, ich kann bei mir umschalten. So, mal gucken, wo die Maus ankommt. Maus passt. Gut, das heißt, ja, Vollbild und okay, Vollbild nützt mir nichts, weil hier die komischen Dinger da irgendwie verschoben sind. Das will ich natürlich nicht. Also, dann bleiben wir nicht in Vollbild, weil das verschiebt sich irgendwie sonst nicht sinnvoll. Gut, Harvest Speed ist gesteigert. Forest. Wood Coins are worth 1. Da kann ich upgraden. Kann ich schon mal das erste kaufen. Wood Drops plus ein Wood. So, das heißt, da kann ich insgesamt den Wald nach und nach verbessern. Das sind wahrscheinlich Sachen, die ich benötige. So, für die Farm gilt das Gleiche und für die Stadt ebenso. Also, das heißt, ich muss jetzt erstmal hier die Sachen anklicken, wo ich dann irgendwas ernten kann. Okay, die sind noch gesperrt. Ach nee, das sind die Felder, die gesperrt sind. Das heißt, da kann ich ausbauen. Das kann ich auch irgendwann ausbauen. Und zwar, wenn ich City Hall 1 und 25 Coins habe. 5 Coins pro Minute, Quest 5 Wood, Change. Okay, das heißt, da kann ich Holz dann auch gleich in Coins umwandeln. So, da kann ich Konstrukte machen, da kann ich also irgendwelche Sachen bauen. So, Dailies, Collect Battle 125. Okay, was auch immer die Battles sind. Fischen, Auto-Generate Fish. Reach City Hall 75. So, start over in the next season and collect nix, nix. Major Level City 10. Das heißt, das ist dann so eine Art Reset, Weltenreset. Major Level 1, News. What is in the game right now? 42 Gebäude, 5 Autogebäude, 5 Auto Harvest, 500 Major Levels, 200 Dungeon Floors. 800 Coin Values, 15 Coin Multiplier, 600 Server, Blueprint to collect for City Buildings, All Auto and Buildings and Resource Tiles, but coming more content and listen the feedbacks to figure next features. In Dungeon. Okay. Okay, die sind jetzt schon. Ich kann immer nur zwei Felder bearbeiten. Deed, unlock to earn offline progress. Gut, machen wir doch gleich mal den Offline-Progress. So, Hall Level 10, das dauert dann noch. 30, 55, 90. Du willst City 10. Du willst 75, 50. Okay, was muss ich machen, damit ich mehr Leute bekomme, um. So, das kostet alles nur Geld. Und im Moment habe ich schon 54, wo habe ich denn jetzt 54.000 herbekommen? Da kann ich auf jeden Fall noch einiges bauen. Ah, hier unten sind die anderen Ressourcen, also Holz und Lebensmittel habe ich schon. Fisch, weiß nicht, irgendein Erz, Kupfer, Stein, Leute habe ich keine, Werkzeuge auch keine, Forschung. Ah ja, das sind die Deeds für Dungeons. Bei den anderen steht jetzt nichts und es kommt auch kein Hilfetext dazu. Also die beiden hier kann ich nicht aufrufen. So, also die Farm. Make sure to construct buildings. Ja, das habe ich ja schon verstanden, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich dahin bauen soll, weil die Frage ist, wie oft kann ich das machen? Turn in. Okay, also ich muss da immer wieder. Ja, Quest erfüllen, aber Battle-Punkte bekomme ich damit noch nicht. Also gut,
Population. Small City Houses. 1000 Coins. 30 Wood. 50 Produce. Ich brauche 50 Produce. Skins. Ach, vielleicht sind das da Leder oder sowas. So, Science Buildings. 500 Coins, 30 Wood. Aber dafür brauche ich City Hall Level 2. Das heißt, okay, das Ding könnte ich schon bauen. Das braucht nur 25 Coins und 1 Wood, aber ist nicht verfügbar. Also so leicht geht es nicht. Das heißt, sie sind noch nicht verfügbar. Oder ich habe im Moment nicht genug Holz. Das kann natürlich auch sein. Oh, ein Error. Harvest 10 Produce. Okay, da oben stehen meine Leute. Aber ich kann jetzt noch kein. Also jetzt haben wir erstmal die 5 Holz ein, damit ich noch mehr Leute bauen kann. In der Hoffnung, dass ich dann. Ja, hier kann ich eigentlich schon mal einiges aufleveln, wenn ich da irgendwie die 54.000 bekommen habe. Bin ich mal gespannt. Ich muss mir echt das Video anschauen, wo die plötzlich hergekommen sind. Beziehungsweise wofür ich die bekommen habe. So. Kann ich erstmal hier bis. Ah ja, da gibt es ein maximales. Ah, okay, jetzt brauche ich Werkzeug. Das heißt, dann kann ich die so weit aufleveln, bis ich Werkzeug oder halt Science brauche. Nee, Moment. Da noch. Okay, Leute und Werkzeug und City Unlock Next City Tiles. Okay, da kann habe ich dann jetzt schon mal ein Feld mehr. Ah, zwei Felder mehr. Ah, okay, hier die ganzen drei sind dazugekommen. Gut, habe ich jetzt genug Holz? Nee, ich habe erst zwei Holz. Aber dann sollte das ja jetzt schneller gehen, weil ich habe jetzt. Ja, wie viel habe ich jetzt? 10 habe ich. 10 bekomme ich jetzt für ein so ein Feld und 16 Lebensmittel. Can we expand the city yet? Ja, schauen wir mal. Ich nehme es an. So, du willst wieder. Okay, kann ich gleich dreimal machen. Das heißt, es dauert dann 15 Minuten. Und dann habe ich schon wieder fast kein Holz mehr. Aber hier wird mir jetzt angezeigt, dass ich was bauen kann. Okay, also Small House City. Und das bringt dann was? Im Moment läuft auf jeden Fall alles noch schnell genug durch, dass wir da noch sinnvoll irgendwas anstellen können. So, dann machen wir mal noch ein bisschen Lebensmittel. Was jetzt willst du? Produce. Heißt das, das hier sind Produce-Dinge? Also über die Sachen bekomme ich auf jeden Fall nicht so viel Kohle. Okay, wir können einen Science-Teil bauen. Kann ich jedes Ding nur einmal bauen? Nee, ich könnte davon doch. Kann man die dann aufleveln? Ah, die können auch was produzieren. Ach, das heißt, diese Small Houses, das hier ist auch. Nee, das ist meine City Hall. Okay, das heißt, ich kann die auch. War das jetzt Exchange oder hat er jetzt einfach nur die Basis geändert? Also so ganz klar ist es mir noch nicht. Gucken wir mal, was hier im Store los ist. Gut, natürlich Free-to-Play, ein Adventkalender. Ah, okay, das heißt so, jeden Tag bekomme ich hier irgendwas freigeschaltet. Get 50 Gems a day forever. 30 Gems every day, wenn ich 10 Dollar zahle. Das heißt, der Adventkalender steht mir nicht zur Verfügung, außer ich gebe Geld aus. Und natürlich einige Boni. Naja, schauen wir mal, welche Rolle das spielt. So, die Harvest Speed ist im Moment erhöht. Also ich kann den jetzt 30 Wood geben, aber was bringt mir das denn überhaupt? Dass sie nur dann Coins produzieren? Also nur wenn ich denen die Ressourcen zur Verfügung stelle. Ich verstehe immer noch nicht, warum das da unten aufpoppt. Farming plus 2. Ach, sind das die Errungenschaften? Weil das Spiel hat so absurd hohe Errungenschaften, also über 400. Da ist es wahrscheinlich, dass das immer schon die Meldungen sind, dass ich irgendwelche Errungenschaften ge geschafft habe. Mal gucken. Nö, 0 von 428. Okay, Skill Tree. All Harvesting Drops, more Resources. Gut, die bekomme ich wahrscheinlich nur durch so Art Überweltenreset oder wie? Gut, auf jeden Fall auch noch unklar.
Okay, die Seasons gehen von alleine. Ich bin immer noch Spring. Prestige. Start over in the next season and collect. Blueprints earned 0. Next at Major Level 10. Also wenn ich Level 50 erreicht habe, ist das erst verfügbar. Und Skill Points bekomme ich bei. Ah, okay, die Skill Points, das sind ja die Dinger hier. Also mit Level 10 und Level 15 gibt es da die ersten Sachen. Und du willst also Holz haben. Okay, da kann ich jetzt sogar schon 50 reinhauen. Ah, das brauche ich für den Upleveln. Farming Drops plus 1. Gut. Und das heißt, das kann ich nicht ständig machen, aber damit produziert er auch mehr. Und hier kann ich das Gleiche machen. Aber was bringt es mir, wenn da mehr Population da ist, wenn ich mit der Population nichts anfangen kann? Ja, wahrscheinlich muss ich die noch irgendwie ausbilden. Also, los, mehr Lebensmittel. 500 Coins, collect Coins. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall eine Errungenschaft, die freigeschaltet wurde. Und dafür bekomme ich auch Diamanten. Okay, das hatte mit dem Ding nichts zu tun. Das war kein Pfeil, das war einfach nur, das war eine Errungenschaftsmeldung. So, wo sehe ich jetzt, dass ich Diamanten eingenommen habe? Also, wofür gebe ich dann die Diamanten aus? Okay, das ist der Dungeon. Ah, ich kann ja hier noch ein bisschen. Ah, ja. Okay, das ist also die Weltkarte. Gut, die Weltränder sind jetzt nicht so interessant, aber ich kann mal ein bisschen mehr reinzoomen. Okay, ist nicht so schön. Es wird zu pixelig. So. Ihr wollt eigentlich immer gleich alles wegfressen. Schluss jetzt. So, Park. Könntest du mir nochmal irgendwie sagen, wie viele. Okay, Harvest Speed ist plus 1, ein bisschen Sonne. Holle, die Sonnenstrahlen könnten mal da drüben hin. So, die nächsten Errungenschaften. Produce 100. Irgendwas. Gut, solange geht das Klimbim los. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, was. Also Science. So, du produzierst ein Culture. Okay, Moment. Hier unten werden die Leute angezeigt. Das heißt, ihr produziert Leute. Small Houses, 15 Wood. So, dann produziert ihr weitere 7. Und wie schnell? Sofort. Das heißt, also es wird sofort produziert. So, was produziert ihr jetzt, wenn ihr produziert? Also, gehen wir mal plus 8 rein. So, das heißt, das Produce wird rausgenommen. Aber ich habe nicht verstanden, produziert ihr Geld? Na gut, Geld würdest du ja eigentlich sowieso produzieren. So, also dieses komische eigentlich Essen, das produzierte Essen gebe ich rein und bekomme dafür einen Culture Point. Okay, das heißt, das Werkzeug sind die Culture Punkte. Gut. Gut, das Science sollte klar sein. Das heißt, wenn der Timer jetzt runter ist, kann ich hier meinen ersten Science machen. Bitte, dann machen wir gleich mal 40. Major Level Up. Okay. Also levelt jetzt jedes Gebäude aber auch einzeln ab. Also ich muss jedes Gebäude mit Nahrung und Sachen versorgen. Gut, dann kann ich ja mal gucken. Ach ja, genau, hier kann ich die Leute ausgeben, um dann mehr Holz zu produzieren. Gut, dann machen wir das Zeug da rein. Hier können wir auch gleich 10 reinschmeißen. Jetzt will ich aber immer noch wissen, wie ich jetzt hier an meine nächsten. Es muss doch hier irgendwo stehen. Nein, Moment. Also hier kann ich nur auf das Wood-Zeug natürlich Einfluss nehmen. Okay, die sind mit Science, während die anderen mit Werkzeugen hochzubekommen sind. So, Unlock Hunting Tiles, Mountain Tiles, Fishing, Next City Tiles. Hire more Worker. 2500 People.
Und was auch immer das da ist, 1500. Okay, das heißt, es wird noch lange, lange dauern, bis ich mehr als zwei Felder gleichzeitig bewirtschaften kann. Wobei, wer weiß, vielleicht nimmt das Spiel ja auch eine ziemliche Geschwindigkeit auf. So, du produzierst anscheinend keine Coins pro Minute, solange du nicht mit Waren versorgt wirst. So, das heißt, da ich für die Sachen aktuell keine weitere Verwendung habe, kann ich die auch einfach hier schon mal ausgeben. Und hier dann für Science, achso, hier brauche ich Werkzeug und Science. So, also hier wird Culture produziert. Culture ist das Werkzeugzeug. Dann gib mir mal mehr Culture. So, Leute, habe ich im Moment genug. Und der Timer wird anscheinend auch langsamer. Hey, was ist los? Bei euch sind die Felder abgeerntet und ihr baut nichts Neues an. Okay, das heißt, mit 1000 Population sollte eigentlich doch gar nicht so lange dauern. Da habe ich schon. Okay, das sind Coins. 100 Leute. Wood Drops plus ein Coin. Lohnt sich das denn? Okay, also bauen wir erstmal den Forst weiter aus. Mehr Wood Drops. Das wird schon relativ teuer. Ja, Ausrufezeichen erstmal wieder für Schwindibus. Und du willst 25 Holz. So, was kann man denn jetzt hier noch bauen? Coins, Coffee Shop. Gut. Coffee Shop. So, ihr bekommt was zu futtern und ihr wollt Coins. Da kann ich euch gleich 3000 geben, damit ihr mehr Population produziert. Und wieder ein Level up. Ah, Moment, ich kann hier auch generell klicken. Also welchen Vorteil hat das Klicken? Kriege ich da irgendwie Münzen? Geht es irgendwie schneller? Habe ich jetzt noch keinen Eindruck davon gewonnen. Mal gucken, was passiert, wenn das Ding abgeerntet ist. Ob ich dann tatsächlich die Jahreszeiten wechseln muss, um irgendetwas zu bekommen. Also Coins pro Minute lohnt, will ich jetzt nicht. So, 100 Science sind zusammengekommen. Mehr Culture. Und wieder ein Level up. So, was können wir denn jetzt hier noch an Feldern ergänzen? Population. Gut, mehr Leute will ich im Moment nicht. Kann ich die eigentlich irgendwie umschieben? So, Wunder, das dauert noch. Okay, du produzierst Geld, genau. So, die Next City Tiles brauche ich nicht. Unlock more Resource Tiles. Was nützt mir das, mehr Ressourcen aufzubauen, wenn ich ja nicht mehr Leute heuern kann? 25.000. Da müsste ich jetzt schon ein bisschen gezielter darauf hinarbeiten. Also täuscht das jetzt oder geht es tatsächlich schneller, wenn ich da klicke? Ich glaube, es geht schneller. Okay, das heißt, ich muss die dann aufbereiten, wenn die abgeerntet sind. Aber immerhin kostet das Einebnen dann nicht extra einen Arbeiter. So, Kohle habe ich natürlich immer noch ganz gut. Das kommt auch ganz gut wieder rein. Ah ja, das heißt, da muss ich dann das Wood und das andere wieder reinsetzen. Aber immerhin. Ja, also ich denke, ich kann hier deutlich beschleunigen, indem ich da klicke, aber der Autoklicker wird nie akzeptiert. Das heißt, das muss ich tatsächlich manuell machen. Okay, also das ist zumindest die Klickermechanik, womit ich dann. Wieso habe ich jetzt minus eine Person? Hat er jetzt zweimal dort irgendwie. Ja, ich glaube, da hat das Spiel noch ein paar Schwierigkeiten, irgendwie schnell genug zu reagieren, um das Richtige einzustellen. Okay, jetzt ist die Person wieder da oder weg. Das heißt, ich konnte mehrere Personen auf das gleiche Feld ernten lassen. Ich glaube nicht, dass es so intended ist. Ja, auf jeden Fall sammeln sich hier schon die Achievements. So, dann hier 10 mit euch. 5 bei euch und der nächste Drop.
So, hier kann ich auch wieder, also ich will mehr Holz und natürlich mehr Kohle. Wobei es natürlich, also ich bekomme jetzt das Vierfache an Geld oder 93 dazu. Zeit habe ich noch nicht verbessert. So, aber es sind jetzt dann 32, 35. Aber es ist natürlich schon immens teuer. So, Farming Drops. Okay, ein Farming Coin ist 4 wert, beziehungsweise dann 57. Und, okay, und das ist die Anzahl der Coins, die so ein Ding dann macht. Das heißt, in der Hinsicht ist es ein ziemlich hoher Multiplikator, weil ein Coin bringt dann 100 Goldmünzen zusätzlich, sobald der dort in dem Fall ja, verwendet wird. Hier sind es dann nur 60. Okay, wieder eine Mechanik entdeckt. Kann ich die eigentlich irgendwie abreißen? Ich werde die lieber woanders hinsetzen, aber wahrscheinlich ist es auch einfach egal. Zumindest lässt sich das spürbar beschleunigen und kann ich so relativ schnell auf 100 kommen. So, die anderen wollen Crops, also beziehungsweise eben Nahrung. Und schauen wir mal, dass wir denen gleich wieder ein 10er-Paket verpassen. Wie viel wollt ihr denn? 52, das heißt 520 Nahrung bräuchte ich, damit ihr zufrieden seid. Okay, hier flatten. Naja, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man rechtzeitig seine Sachen dort einsammelt, beziehungsweise genug Geld übrig hat, um die Felder neu zu bestellen. Was willst du? Sawmill, Unlocks to Auto-Generate Wood, Reach City Hall Level 5. 1500 Coins habe ich, 250 Wood habe ich jetzt auch, Produce auch, Population 100. Na dann. 15 Produce. Okay. So, damit ist dann da die Stufe aktualisiert. Ja, also im Moment gibt es noch ausreichend viel zu tun. Was ist da passiert? Habe ich da jetzt was gebaut oder ist das Ding einfach nur verunkrautet? Also 500 Coins, 5000, dann mal rein damit. Und hier kann ich immer noch erst 5, da fehlen mir immer noch ein paar. So, das nächste Lebensmittelding. So, jetzt dauert es nicht mehr lange. Okay, da sind jetzt schon wieder 3 Leute aktiv. Naja, mir soll es recht sein. So, Science machen wir dann nur einen rein. Aber jetzt habe ich hier auf jeden Fall 10. So, und dann arbeitet mal. Stufe 9, sehr schön. Die haben noch zu tun. Das heißt, die muss ich jetzt noch nicht weiter versorgen. Ja, genau, jetzt ist aber Holz wieder notwendig. Hey, wieso bist du jetzt noch nicht gleich wieder zurück? Du bist doch, hast doch da oben aufgehört zu arbeiten. Und bei euch wäre es mal gut, genau, wenn ihr mal wieder in die Puschen kommt und mehr Leute produziert. So, das heißt auf jeden Fall Leute, Science, Coins. Coins sind natürlich auch sehr praktikabel. Aber dann möchte ich da auch gleich eine zehnfache Menge anstoßen. Also das heißt, hier brauche ich dann 220. Das sollte relativ schnell klappen. Aber wieso sind da jetzt 220 müsste doch eigentlich dann. Ach so, der geht dann nur ein, also entweder das Einfache, das Dreifache, Fünffache oder Zehnfache. Okay. Das heißt, der hat dann natürlich keine Zwischensprünge sonst. Aber dann mal rein damit. Dann, ja, da wird auf jeden Fall gleich ordentlich losgelegt. So, hier brauche ich jetzt wieder 450 Lebensmittel, damit ihr schön lange produziert und bei euch 750. Ja, da würde ich sagen, Farming ausbessern. So, machen wir mal ein bisschen schneller das Ganze und mehr produzieren.
So, wenn ich mit euch noch ausreichend beschäftigt bin, das heißt, ihr habt dann zu tun, das heißt, es lohnt sich eigentlich noch gar nicht, da das nächste Gebäude irgendwie zu kaufen. Und was ich mich immer noch frage, wenn die ganzen Plätze voll sind, auch wenn hier natürlich noch einiges an Platz wahrscheinlich ist, wo ich irgendwas hinbauen kann, wie kriege ich die Sachen abgerissen? Okay, du willst Coins, die kannst du haben. So, 450 fehlt noch ein bisschen. Ah, du willst auch Coins. Coins ist ideal, weil Coins kriege ich im Moment mehr als genug zusammen. Also 10-mal. Population Drop plus 5. So, mal gucken, kann ich hier noch neue Gebäude bauen? Das wäre noch ein Medium House, Reach Sphere Hall Level 5. Das heißt, da kann ich schon das größere Gebäude bauen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn ich das woanders hätte hinsetzen können, beziehungsweise das Bestehende aufbauen könnte, wäre natürlich noch schöner. Aber gut, dann machen wir hier mal den ersten Medium House. So, da brauche ich noch mehr Lebensmittel. Und da ist das Feld gleich schon wieder abgeerntet. So, wie viel könnt ihr jetzt produzieren? 5 Population, aber ihr braucht noch. Wieso ist es jetzt gestiegen? Aber ich kann die Häuser hier jetzt jedenfalls nicht beschleunigen. Aber hier kann ich schon mal 10 rein tun. Und damit das nächste Major Level erreichen. So, das heißt, jetzt könnte ich zumindest einen Blueprint bekommen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was die dann alles bringen. So, mal gucken, wie sieht es denn jetzt mit den Errungenschaften aus? Was sagt denn der Zähler? 16 von 428. Okay. So, Coins rein. Ihr habt aufgegeben. Exchange. Okay, das heißt, das dauert dann eine Weile, bis die wieder verfügbar sind, wenn ich das mit Exchange mache und denen nicht die Sachen zur Verfügung stelle, die sie haben wollen. So, aber noch ein Population will ich nicht bauen. Gut, die haben jetzt das erste Mal. Production dauert natürlich deutlich länger, wobei die auch schon noch ewig beschäftigt sind. Das heißt, das ist dann natürlich der Nachteil. Das heißt, wenn ich denen so viel reingebe, dann brauchen die natürlich auch entsprechend lange. So, das heißt, hier brauche ich jetzt 650 Holz. Und das heißt, die ganzen Upgrades kann ich natürlich erst wieder machen, wenn die Gebäude durchgelaufen sind, die ich aber nicht beschleunigen kann. So, der ist jetzt Gold. 75 Produce. Okay, du willst weiterhin die Lebensmittel, 750. Aber du zeigst mir erst an, wenn ich zumindest eine Mindestversorgung ermöglichen könnte. Ja. Ja, dann machen wir dir doch erstmal den kleinen, damit du überhaupt was zu tun hast. Und hier 650. Naja, machen wir mal die 5 noch voll. Dann habe ich zumindest dort die Möglichkeit, das zu starten. So, machen wir 5. Weil an sich dürfte es wahrscheinlich zeitlich keinen großen Unterschied machen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man jetzt längere Zeit, denke ich, wieder offline geht, dass dann man die natürlich mit möglichst Maximum versorgt. So, die wollen auch wieder Lebensmittel haben. Unlock to be able to fulfilling shipping. Reach City Hall 10 und Danks. Okay, kostet nicht viel. Und was kann ich da jetzt machen? Random Payout. Super. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ich bekomme. Gut, solange ich jetzt nicht so viele Sachen am Start habe. Gut, bei Geld ist es natürlich immer praktisch. Da kannst du gleich alles nehmen. Die Produktion erfolgt sofort, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Es dauert dann nur, bis er halt wieder verfügbar ist. So, das Unlock brauche ich nicht, weil ich habe die eh nicht gebaut. Aber Leute könnte ich noch gebrauchen und ja, das Ding kann ich immer noch nicht. Da bräuchte ich noch ein Gebäude, was mir das Zeug produziert. Also Battlepunkte.
Training Yard reached City Hall Level 5. Das habe ich doch schon. Ja, also was blockiert noch? Okay, nix. Ich musste nur genug produziert haben. Gut, dann die Training Yard jetzt. So, also ich habe Population, Science habe ich, Magic habe ich noch nicht. Da brauche ich Skins. Skins kann ich noch nicht produzieren, weiß ich noch nicht, wo die herkommen. Dann Culture habe ich bereits. Battle Power ist jetzt gerade in Arbeit. Coins, Coffee Shop ist auch schon gebaut. Und Wunder. Okay, Wunder. 100.000 Coins. Hey, das geht sogar schon. Aber ich brauche dafür noch Ohren. Das heißt, von dem weiß ich auch noch nicht, wo die herkommen. Gut, das heißt, hier brauche ich wahrscheinlich noch irgendeine Freischaltung. Unlock Mountain, Unlock. Ah, okay. Mountain Tiles. Haunting ist freigeschaltet. So, dann nehmen wir die gleich mal in Beschlag. Und dann kann ich nämlich, sobald hier die verbraucht sind, die nächsten zwei machen. So, was brauche ich denn hierfür? Dafür brauche ich 2000 von den Gerätschaften und 7500 Magic. Okay, das heißt, Magie brauche ich jetzt noch. Okay, dafür muss ich aber erstmal Skins abgebaut haben. Also die bauen ziemlich aufeinander auf. Schade, dass man nicht sieht, ob die beschäftigt sind oder ob die eigentlich schon warten, weil solange nicht genug Grundsachen da sind, gehen die nicht in den Fragemodus zurück. Ja, der will jetzt Skins haben. Na sowas. Kaum ist das Zeug verfügbar, schon greifen wollen sie alle was davon abhaben. Ah, ich habe jetzt sogar schon Magie bekommen von dem Teil. Wozu brauchte ich die? Für die City Hall. Okay, für das Fishing-Zeug brauche ich das. Und Major Level Up. So, kann ich jetzt die. Ach so, genau, da muss ich ja auch noch Skins übrig haben. Gut, jetzt kann ich erstmal die Magie bauen. Muss das Geld noch ein bisschen warten. Culture habe ich ja jetzt schon zwei. Da werde ich jetzt nicht noch einen bauen. Bevölkerung habe ich auch zwei. Science. Ja, bauen wir mal noch ein Science dazu. Was braucht man dazu? Wood vor allen Dingen. Das heißt, ich kann das dann auch irgendwie tiefer ausbuddeln, um dann wahrscheinlich effizienter oder irgendwas das zu starten. So, das heißt, das wächst noch. Wieso sind das jetzt schon wieder geflättet? Also da passt auch die Anzeige irgendwie nicht so ganz, wenn es dann so durcheinander geht. Ja, also ich werde zwar schön belohnt mit irgendwelchen Diamanten, von denen ich aber noch keine Ahnung habe, was ich damit überhaupt anstellen soll, weil irgendwie gibt es nichts zu kaufen. Ah, ich habe meine Battle-Punkte. Da kann ich auch wieder 25 von, ja, irgendeiner Premium-Währung ohne Premium-Effekte einkaufen. So, die wollen jetzt Skins haben. Hey, eine Eisenbahn. Unlock Train Station. Unlock to Auto-Generate Population. Wo geht denn die? Ah, da kommt sie. Und muss ich dir jetzt was bezahlen? Ja, 20 Wood. Wood ist alle. Und die haben kein neues Wood gebaut. Und irgendwie nimmt da die Animation nicht ab. Naja, also da sind noch ein paar Sachen buggy. Angefangen, dass man mehrere Farmer auf ein Feld legen kann. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Da oben will einer Geld haben. Geld ist gut. Ja, das ist natürlich spannend, dass der Klickbereich das Teil ist und nicht die Bubble. Das heißt, ich kann nicht auf die Bubble klicken, um das Ding aufzumachen, sondern ich muss auf das Teil klicken. So, da oben jetzt wieder das Feld. So, jetzt wäre es mal an der Zeit.
Also 1500 Kriegspunkte bräuchte ich. So, Kriegspunkte waren hier Battle Points und ihr braucht Skin. So, dann leveln wir doch das Skin mal ein bisschen ab. Die verbrauchen auch gleichzeitig wieder die Kriegspunkte. Also im Moment wäre so die Strategie, immer zuerst oder zuerst mal so weit die Ware anzuheben, weil die Ware brauche ich doch ziemlich häufig, die Coins dann als nachrangig anzuheben. Tja, es ist echt die Frage, lieber kurz, damit sie überhaupt was produzieren, oder lieber lang, damit man länger seine Ruhe hat und in Ruhe andere Sachen produzieren kann. Habe ich mich noch nicht entschieden. Wahrscheinlich ist es einfach, das, was geht, mitnehmen und später dann den Rest holen. Also beziehungsweise dann neue Sachen beauftragen. Wenn ich mir jetzt noch eine Idee hätte, was eigentlich die Dinger da unten genau anstellen. Okay, die wollen wieder Wood. Haut er eigentlich frühzeitig wieder ab? Ja, der haut einfach wieder. Ach nee, die Train Station bleibt aber trotzdem an. Also das heißt, unabhängig davon, ob der Zug da ist oder nicht, levelt das Ding dann auf. Es hat sein Fragezeichen nur deaktiviert, weil überhaupt kein Holz mehr da war. Also mir ist noch nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen diesen beiden, den Meldungen oben ist. Also das scheinen irgendwie Zwischenstufen zu sein, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich die anzeigen könnte. So, was hier jetzt noch fehlt, ist der Mountain und das Fishing-Teil. Das heißt, um die letzten beiden Ressourcen zu bekommen, muss ich die beiden Sachen da noch freischalten. So, dazu brauche ich noch weiter Army-Punkte und Forschung. Geld habe ich auf jeden Fall genug. Und das heißt aber, es gäbe dann fünf Ressourcen. Das heißt, ich brauche mindestens fünf Felder, um die alle parallel nach Bedarf angehen zu können. Ja, das Problem ist tatsächlich hier, wenn ich die nicht wieder wegbekomme, weil ich würde die ja dann gerne aufleveln oder irgendwas anderes mit anstellen, aber ich will nicht mit den niedrigen Gebäuden dann alles zugepflastert haben. So, das heißt, auch ein Skill Point wäre jetzt möglich zu bekommen. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, das so früh schon irgendwie weiterzumachen. Beziehungsweise, start a new season to get bonuses. Wie starte ich die denn überhaupt? Achso, unlock at major level 50. Das heißt, ich kann eh erst vor, also vor Level 50 kann ich da sowieso nichts anfangen. Das heißt, mit mindestens 5 Blueprints und bei 15, das heißt, jetzt ging es bei 10 dann weiter. Wahrscheinlich mit 3 Skillpunkten dann oder so oder 4. Ich hätte gern einen Worker, aber das klappt noch nicht. Dazu gebe ich das Zeug dann zu früh zu anderen Sachen aus. Okay, ich denke, das reicht soweit für den ersten Eindruck. Es ist noch einiges zu tun. Ich denke, bis ja, noch die nächsten Stufen da freizuschalten. City Hall 15, das heißt, hier könnte ich auch noch eine Produktion dann freischalten. Gut, die braucht jetzt wieder neue Versorgung, die ebenso. Mal gucken, wann hier die nächsten Level 20, 30 war noch und 25, 50. Das heißt, auf der Seite ist die Autoproduktion von eben Holz, Lebensmitteln, dann eben das Leder und Steine und Fische. Und hier sind umgekehrt, das hatte Population. Dann kommt Culture, jawohl. Also im Endeffekt, die fünf Gebäude sind für die Stadtressourcen und das andere sind für die Lebensmittel oder halt Versorgungsressourcen. Das ist dann soweit klar. Ist schon mal der Aufbau verständlich. Ah! Aha, da. Ich hab's gefunden, die Construction Yard. Das heißt, hier kann ich die eingesammelten. Beziehungsweise hier kann ich Blueprints kaufen. Blueprints gibt permanent Bonuses. Also Building plus 25, Autorun 10%, Harvest 10%. So, das heißt, für 100.000 kann ich ein Upgrade für. Was soll das sein? Die City Hall? Ah ja, New Blueprints every day. Das heißt, einen kann ich immer gegen Gold kaufen und die anderen kosten halt entsprechend das Zeug da. Mal gucken, ob es noch eine Quelle gibt. Achso, natürlich, die Dailies gab es als Quelle.
Das heißt 25 davon. Das heißt, alle 2 Tage bekomme ich genug zusammen, um das da zu machen. Keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist. Aber ich behalte die Diamanten erstmal noch. Und hier kann ich Waren importieren. Das heißt, ich kann die Sachen auch, also 5 Stück für 50, das heißt gerade mal 10 Taler kostet, also 10 Goldstücke kostet mich das. Ja, gut zu wissen, aber ich kann nicht beliebige Mengen importieren. New Shipments Daily in 10 Stunden. Das heißt, ich kann nur einmal am Tag so ein paar Ressourcen. Okay. Gut, das ist ziemlich, ziemlich wenig gewesen, was ich da importieren konnte. So, mal gucken, habe ich hier noch was? Okay, den Dungeon. Unlock to Found Expeditions. So, halb 5 habe ich, 1000 Coins habe ich auch. Dann schalten wir den auch mal noch frei. Also 3 Minuten, um dort in den Dungeon an. 25 Lebensmittel, 10 Kampf. Ah ne, das sind die Kosten wahrscheinlich. Expedition in Progress. Okay. Da hat er jetzt auch mehrere Fenster geöffnet. Das heißt, das Fenster wird so oft geöffnet, wie ich es anklicke. Eins, zwei, nee, aber zumindest zweimal. Gut, dann warten wir mal noch ab, was passiert, bis der Dungeon abgeschlossen ist. Das will ich mir jetzt auch noch angucken. So, hier sind auf jeden Fall weitere Bereiche mit Sicherheit, die dann für die Stadterweiterung nutzbar sind. So, das heißt hier das nächste Unlock-Title. Ah, okay, es sind gleich 2 freigeschaltet worden. Das heißt, die werden nicht einzeln freigeschaltet, sondern auch die, die als nächstes angezeigt werden. Dann kann ich hier nämlich schon mal für die anderen beiden, also noch einmal Wood und einmal Skins anbauen oder ja, zur Verfügung stellen. Okay, unser Dungeon ist fast zu Ende. Mal gucken, ob es dann irgendeine. Was ist denn da angekommen? Das heißt, ich gehe auf Dungeon und dann kommen die Monster raus. Oder ist es jetzt einfach nur das Übungsfeld für den Kriegsproduzenten? Kann ich da überhaupt irgendwas beeinflussen? Es sieht nicht so aus, als würde es schneller gehen, wenn ich da draufklicke. Naja. Vielleicht sind die auch einfach nur wieder nach Hause gekehrt und üben jetzt weiter. Gut, das heißt, das ist das, was ich jetzt bekommen habe. 74 Manikiken und was war das jetzt? Science oder Lebensmittel? Und jetzt dauert es 5. Oh. Das heißt, das steigert sich dann von Floor zu Floor. Das heißt, sobald die scheitern, geht das Ganze wieder von vorne los. Naja, schauen wir mal. Also Quirrentage 2, also Floor 2 anscheinend jetzt. Und das Maximale, was ich bisher erreicht habe, war 1. Das heißt, dass ich dort eben den Level 1 bisher nur geschafft habe. Na, mal sehen, wie das weitergeht. Okay, aber so viel für heute vom neuen Harvest Seasons. Also auch wieder so ein Clicker-Idle-Mischung. Und da bin ich mal gespannt, was dann, also mir wurde, wie motivierend das ist, diese über 400 Errungenschaften nach und nach zu bekommen. Und wie und in welchem Umfang natürlich auch das Spiel dann von Updates begleitet wird und weitere Ergänzungen da kommen. So, also mehr Holz. Holzanzahl ist erstmal wichtiger als das Geld selber. Weil da kommt immer noch mehr als genug rein. Ja, das ist auf jeden Fall das Praktische, wenn der Coin-Produzent Geld braucht. Das heißt, der kriegt jetzt. Ja, lohnt sich das denn? Also, wenn ich dir jetzt 6000. Achso, nee, für 600 Coins produzierst du 5000, also fast das Zehnfache. Da gebe ich dir doch gern das Komplette. Und 40, also 37, das waren 63, 73.000. Ja, das kommt hin. Also 7200. Also wenn die Level-Ups kommen, wird es anscheinend sofort eingerechnet und steht dann zur Verfügung. Das gefällt mir auf jeden Fall auch schon ganz gut. So, dann hier auch gleich mehr Magiepunkte. Das heißt, da sollte es dann nicht so lange dauern. So, ihr habt jetzt
das Monster besiegt. Das heißt, ihr habt jetzt das Monster aus dem Dungeon mit nach Hause gebracht, um es dort zu bekämpfen? Oder wie soll ich das verstehen? Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Da ist schon wieder einer unterwegs. Ah, sie ist anscheinend öfter irgendwo am Rumlaufen und erkundet neue Wege oder macht irgendwas. Vielleicht bereitet die ja dann die Bereiche vor, dass das dann hier ja bald neue Gebäude gebaut werden können. Ach so, das Autoproduce produziert auch immer zwischendurch. Das heißt, ich kann das dann immer schon einsammeln. Warum kann ich das noch nicht bauen? Weil ich nicht genug Holz habe, weil ich nicht genug Population habe und nicht genug Science. Ja, da muss ich noch ein bisschen was zusammenkratzen, bevor ich das freischalten kann. Da will jemand Gold. 3,5 Millionen, wo kam das denn her? Ah, von dem Dungeon Drop wahrscheinlich. Beziehungsweise von dem Monster, das die da vermöbelt haben. Nee, warte mal, war das jetzt? Das war doch hier in der Mitte, das ist der Small Park. War das ein Event für den Park? Und die haben auf diesem Ding irgendwas angestellt? Also, naja, wird noch spannend sein, das noch öfter irgendwie anzuschauen. Okay, also dahin. Und ja, jetzt ist dann wieder der Punkt, wie kriegt man in so einem Spiel einen Abschluss hin? Das heißt, wie schaffe ich es einfach aufzuhören? Nun ja, am besten, indem ich es einfach ausmache. Also, genug davon.